Ach Freunde, die Minecraft-Community ist manchmal schon ein Fall für sich, muss ich ehrlicherweise sagen. Minecraft verändert beispielsweise irgendetwas am Spiel oder zu viel am Spiel mit irgendeinem neuen Update. Leute rasten aus nostalgischen Gründen komplett aus. Minecraft ändert zu wenig am Spiel mit einem neuen Update und andere Leute beschweren sich wiederum über faule Developer und schlechte Updates. Der Punkt ist hier, dass die Community viel zu groß ist, um es hier auch nur ansatzweise jedem recht zu machen. Und das ist ehrlich gesagt auch okay so. Ich meine, jeder hat da draußen seine eigene Meinung, die er natürlich auch vertreten soll, und diese im besten Fall auch gesund und sachlich zu äußern, ist auf jeden Fall ein absoluter W-Move. Was aber gar nicht geht, sind Beleidigungen, toxische Äußerungen und teilweise auch Dinge, die sowas von arg ausarten, dass Minecraft sogar die Kommentare in sozialen Netzwerken deaktivieren muss. Dies geschah jetzt vor einigen Tagen, als Minecraft ein neues Cape mit einigen weiteren kostenlosen Items für die Bedrock Edition ja angekündigt und dann auch veröffentlicht hat. Genau diese eher umstrittene Thematik würde ich im heutigen Video gerne mal etwas genauer besprechen mit euch. Drückt also gerne noch die Like-Taste und wir starten direkt rein. Minecraft hat vor 3 Tagen auf Twitter und auf Instagram groß angekündigt, dass es nun Pride-Character-Items gibt und auch ein brandneues exklusives Cape, das Bedrock-Spieler nun kostenlos downloaden und logischerweise auch tragen können. Gehst du also hier auf die Skin-Einstellungen auf der Bedrock Edition, kannst du dir hier verschiedenste Items, ja, deinen Charakter natürlich ausstatten oder damit ausstatten oder das kostenlose Cape downloaden und auch anlegen. Insgesamt also über 40 verschiedene Items, ein neues Cape und das Ganze sogar hinter keiner Paywall, sondern gratis. Und versteht mich nicht falsch, jeder hat zu dieser Thematik seine eigene Meinung und solange diese nicht hasserfüllt oder menschendiskriminierend ist, ist das auch völlig in Ordnung. Also jeder hat ja irgendwie seinen eigenen Kopf. I mean, manche sind halt dafür und manche einfach neutral dem Ganzen gegenüber, was ja auch noch okay ist. Aber die Kommentare, vor allem auf Instagram, waren schon wirklich heftig. Ich konnte leider keine Screenshots mehr machen, bevor Minecraft dort die Kommentare deaktivieren musste, aber diese reichen wirklich von Kommentaren wie Minecrafts größter L-Move oder L-Take bis hin zu ganz unschönen Formulierungen, die allesamt echt unter jeglicher Gürtellinie waren. Also ich habe schon vieles gehört, aber da waren wirklich Sachen bei, wo ich dachte, Bro, was zum Teufel schreibst du da? Aber es gibt ja zum Glück noch Twitter, deswegen hier mal so ein paar Twitter-Beispiele, damit ihr wisst, wovon ich rede. Am häufigsten, wie gesagt, immer dieses L-Moment oder L-Tag. Dann auch hier nein. Oder auch lustigerweise, darum ist Roblox und Fortnite besser. Oh, alles klar. Ich wünschte, wir könnten zu den alten Minecraft-Tagen, wo sie nie irgendetwas für irgendwelche Gruppen gemacht haben, zurückkehren und Minecraft einfach zu 100% Minecraft gelassen haben. Einer hat sogar tatsächlich Notch markiert und nach seiner Meinung gefragt und dieser äußerte sich dann mit, wow, ich wusste nicht, dass man jetzt geformte Haarschnitte und Hüte in den Skins tragen kann. Das ist großartig. Ansonsten habe ich keine wirkliche Meinung, kein Scherz. Ja, neutraler, aber auch starker Move auf jeden Fall von Notch an der Stelle, der ja eigentlich in der Vergangenheit mit genau der gegenteiligen Meinung irgendwie aufgefallen ist. Aber 80% der Twitter-Antworten waren auf jeden Fall toxisch, Beleidigungen und auch extrem negativ. Auf Instagram, was mich irgendwie gewundert hat, war das Ganze sogar noch schlimmer. Ich dachte irgendwie immer, es geht nicht irgendwie schlimmer als Twitter, aber da waren es wirklich 95% negative Dinge, die sehr, sehr unschön waren. Der Punkt an der Stelle ist halt, ich höre mir beispielsweise sehr, sehr gerne andere Meinungen an und liebe es auch vor allem, sich auszutauschen und sachlich zu diskutieren. Das ist auch irgendwie gesund, man kann seinen Horizont erweitern und es macht auch teilweise irgendwo Spaß. Aber diese Leute hauen dann da Dinge raus, die einfach nicht gehen. Vielleicht magst du diese Thematik absolut gar nicht und magst sie auch nicht unterstützen. Surprise, surprise, das ist deine Meinung. Aber diese Meinung kannst du auch haben, ohne sie öffentlich so zu formulieren, dass andere Menschen darunter leiden müssen. Ich denke mal, das könnte man irgendwie doch hinbekommen. Ich meine, keiner zwingt dich dazu, in irgendeiner Form diese Items zu nutzen oder damit zu interagieren, geschweige denn das Cape zu tragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt allesamt Leute, die sowas halt in-game auch auf Servern tragen werden, auch noch irgendwie auf Übelste beleidigt werden, was auch absolut gar nicht geht. Aber ich meine, dafür gibt es ja das neue Chat-Report-System, ne? Also, ja, ihr wisst Bescheid. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, aber ich bin halt irgendwie so ein Typ Mensch, der so toxische Beleidigungen und solche Dinge halt einfach irgendwie gar nicht leiden kann. Das geht mir halt übelst auf den Sender. Selbst wenn ich jetzt bei irgendeiner beliebigen Thematik absolut ganz anderer Meinung bin und mich es irgendwie sogar nervt, weil so viele darüber diskutieren, würde ich mich niemals so äußern, vor allem halt nicht öffentlich und dann andere Leute einfach beleidigen oder irgendwelche Game-Entwickler bis zum Tod wünschen. Also das ist sehr geisteskrank. Natürlich machen das auch viele, das darf man an der Stelle nicht vergessen, um irgendeiner Form zu trollen. Alle haben ja morgens immer einen Clown gefrühstückt und im Internet sind alle immer besonders mutig und auch lustig und vor allem das auf Twitter, dass man da so niemanden ernst nehmen kann oder wirklich
wirklich ernst nehmen kann, ist klar. Aber trotzdem, was zum Teufel stimmt nur teilweise mit den Menschen nicht? Haben sie irgendwie keine anderen Probleme, Hobbys oder Dinge zu tun in ihrem Leben und müssen sich über die kleinsten Dinge über absolut auskotzen bei einem Videospiel? Also erst informiert sich keine Sau über die wahren Euler-Änderungen und verbreitet Falschinformationen, kündigt das Todesende von Minecraft an und jetzt werden Menschen und Minecraft-Entwickler beleidigt, weil sie eine bestimmte Gruppe supporten oder supporten wollen, wodurch Nicht-Supporter absolut keinen Nachteil haben. Also deswegen tut mir auch bitte den Gefallen, unten in den Kommentaren irgendwie niemanden anzukeifen oder zu beleidigen, wenn ihr irgendwie etwas sachlich äußert, das nicht ganz eurer Meinung entspricht. Das ist normal. Surprise! Du wirst doch so oft in deinem Leben auf Menschen stoßen, die einfach ganz anderer Meinung sind als du und das auch vielleicht nicht immer sachlich äußern, aber sich dann selber auf das Niveau runterzuwagen und dann auch zu beleidigen, das ist nicht so das Wahre. Ich glaube, es ist eher so ein, wie man so schön sagt, W-Move, wenn man einfach sachlich bleibt, ruhig bleibt, damit macht man sowieso Kirre. Weil alles irgendwie zu beleidigen oder sich toxisch zu äußern, irgendwie zu sagen, ja, die das supporten, die sind so und so und wer das und das ist, ist so und so, das ist halt einfach nicht nötig. Und ein bisschen Anstand sollte man schon irgendwie an den Tag legen, dass man das vielleicht auch noch sachlich äußern kann oder im besten Falle gar nicht äußert, wenn man damit weiß, dass man damit Leute beleidigen wird. Das Einzige, dass ich tatsächlich an der ganzen Sache sogar noch kritisieren würde, nicht die Thematik allgemein, sondern die Tatsache, dass wir viel, viel mehr kostenlose Capes brauchen, mein Gott. Also für alle möglichen Sachen. Allgemein verstehe ich halt wirklich nicht, warum es in diesem Bereich immer nur ganz, ganz selten neues Zeug gibt. Also für den Character Creator gibt es ganz viele Sachen, die immer neu dazukommen. Ich kann die aber nicht nutzen, weil ich halt einen Skin habe aus dem Skin-Paket. Den kann ich halt nicht anpassen. Aber so Capes und so kommen sowas von selten dazu. Das muss ich auf jeden Fall ändern. Summa summarum kann man an der Stelle festhalten, dass es Minecraft bei jeder Entscheidung nicht ganz so einfach hat, sei sie jetzt groß oder etwas kleiner. Jede hat irgendwie ihre eigene Art an Konsequenzen. Mal schlimmer und mal weniger schlimm. Nehmt darauf einfach in Zukunft vielleicht auch noch minimal würde schon helfen, Rücksicht. Denn wie man so schön sagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ganz genau. Damit auf jeden Fall einen schlammtastischen Resttag und auf Wiedersehen, Freunde.